Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test und heute teste ich für euch Hero Academy 2. Das Spiel ist gerade heute, wo ich es aufnehme, erschienen. Den Key abgegriffen Robot Entertainment und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir genau hier machen können. Wir haben so eine Art Kartenspiel irgendwie. Wir können Deck auswählen, das gerade leer ist. Okay. Wir können irgendwie. Geht gar nicht zurzeit. Nein, geht nicht. Wir können anscheinend eine von zwei Avataren wählen. Wenn wir den. Hier ist eine Quest. In Kürze eine neue Quest verfügbar. Okay. Ich weiß, ich habe vorher mal zu Test das Spiel gestartet und bin gleich hier im Spiel drin gelandet. Die Frage ist, ob ich da reinkomme. Ach, da, okay. Einführung. Drill für Anfänger. Okay, machen wir das wieder. Mein erstes Deck. So. Runde 1 von mir ist von 9. Da ist der Kristall. Das ist der gegnerische Kristall. Wir müssen ihn zerstören. Das ist der Heldenakademie Schlachtfeld. Schnell zieh deinen Fußladen neben den Kristall. Aha, okay. Okay, und jetzt? Aha. Okay. Oh, was? Lass mich diesen bösen Ausspießer leuchten. Okay. Ein Magier. Ah, okay, es nimmt auch Schaden. Okay. Ich kann schon einmal laufen, einmal können wir was machen. Und der hat extrem viele Sachen irgendwie. Oh, was? Der Ritter ist los. Mist, ich bin der. Unterzahl, okay, wir können Magier. Ah, ohne Kristallung können wir beschwören, alles klar. Ich habe 5 Leben. Da hat ja noch Karten, sehe ich gerade. Ich muss sie nachher nochmal anschauen. Ich greife nur den Kristall an. Sie haben uns vielleicht überlistet. Für einen gegnerischen Kristall 7 Schaden zu. Okay. Das ist natürlich erledigt. Ein bisschen mächtiger Karte hätte ihn von Anfang an spielen können, wäre gleich das Spiel zu Ende gewesen. Okay, das klingt aber echt interessant zu werden, dieses Spiel. Oh, was? Runde 4. In dieser Welt besiege ich dich. Oh, pff, du hast doch erst 5 Sekunden verloren. Oh mein Gott. Kann ich die Spiele an? Du musst Marax zerstören, weg deinen Helden nach vorne. Wir kommen nicht an unseren Leuten vorbei, ne? So, Runde beenden. Schau, was Marax spielt. Lärm und Hieb. Okay. One sec. Was? Was war das jetzt? Ein Held heilen, okay. Held benötigt Aktivitätspunkte, um handeln zu können. Bewegung benötigt ein Aktionspunkt. Zieh dir. Der Mönch, okay. Der grüne Ring zeigt den Aktionspunkt eines Helden an. Okay, nur einen. Macht 2 Schaden, heißt er ist weg. Oh, wie krass sind das bitte schön. Okay. Alles klar, wir haben einen ausgenockt.
me muero. Ball to me, ball. Lisa. Fletcher. Oh nee, das war zu. Warte mal, wir können. Yes. Hold on. Yes. Weg damit. Den mache ich auch so platt. Orders. Eat sword. So, das war's dann für heute. Ah, die können noch weiter nach vorne, okay. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir jetzt schon irgendwie. Doch ziemlich taktisch noch, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich gesagt. So, das war. Ach, wieso kann ich den nicht angreifen? Yes, sehr schön. Da wieder rumhält. Okay. Puh. Okay, wir haben jetzt den Deck freigeschaltet. Du kannst das Spiel Startzeit Duell herausfordern oder ein Spielzeit Kampagne spielen. Okay, was? Steam Anfänger Spezialpaket. Nein, das kostet. Wie viel kostet eigentlich? Will man wissen? Ach, das war umsonst. Ach so. Okay. Diese Kampagne treffe mit Rat ab. Los geht's. Machen wir gleich. Wo habe ich mein Deck? Packung öffnen. Schleifstein. Ja, 12 Packungen. Ach Gott. Selten. Fantastisch. Was ist denn besser? Fantastisch oder selten? Selten. Gibt's was besseres selten? Fantastisch. Hab keine Ahnung. Fantastisch. Das Gefühl, hier kann man sich auch reinfuchsen wie bei Hearthstone. Oh, was? Du hast damit begonnen, ein Goldkostüm für Bogenmarkt zu sammeln. Goldkostüme werden freigeschaltet, wenn du bekraften Helden hältst. Aha, okay. Allheilmittel. Stell die volle Herzen des Helden wieder her. Doch eine epische Karten. Selten. Das ist die Anzahl, wo wir die Karten schon haben, ne? Gut, Rübe. Legendär. Fernkampf. Das ist eine Heldin, ne? So, was haben wir? Das ist eine tolle Belohnung. Ausgezeichnet Magister Alberich ist einer von meinen Lieblingshelden. Möchtest du ihn in den Deck hinzufügen? Okay, ja. Wir haben ein Willkommenspaket holen. Weiter.
Achso, jedes Mal etwas anderes. Alles klar. Gut, sehr schön. Jeden Tag was Neues. Eine Vorratskiste. Alles klar. Gibt es auch alle 4 Stunden wieder. Okay, man kriegt hier immerhin immer wieder was dazu. Okay, ja, würde ich sagen, dann machen wir das hier mal. Weil es ist Übungsduell. Dein Deck grad Anfängerdeck. Wenn wir es hier weiterspielen, ziehen wir dann haben wir das Deck. Doch haben wir, okay. Dann spielen wir das hier weiter. Kampagne. So, die Schwerter von Sir Baldric. Der angesehene Ritter Sir Baldric möchte dein Können testen. Kannst du deinen Schwertkämpfer besiegen? Mal sehen, ob wir seinen Schwertkämpfer besiegen können. Das können wir hier machen. Eins. Sir Baldric gehört dem Rat an. Er ist einer seiner mächtigen Helden bekannt durch Waffen, Heilsame und Schützenmären. Okay. Beschwört Helden und wirke Zauber, um dein Team zum Siegen zu führen. Du hast genug Karten in deinem Deck. Wenn deine Helden verliert, beschwöre einfach einen neuen. Okay. Ja. Protect the crystal. Moving. No. Oh nee. No. Yes. Ach, da hat Chill Unleben. Ach, scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Also da. Ach, der verteidigt sich. Okay. Yes. 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 Hold on. Haben wir hier denn schöne Helden an zu viel Portion erleidet 2 Schaden. Kann ich mit dem jetzt den angreifen? Kann ich. So. Also beide K.O. Sehr schön, können wir ja doch. Okay, Ben. Der kriegt jetzt mal mehr Leben, ne? Time to fight. Let's knock him dead. Yes. Hold on. Yes. Now let's go there. Moving. Get back. Dass ich immer wehren müssen. What? Coming through. Nah. No. Okay. Was? Kann man Karten spielen? Oh, warte, wir haben. Warte mal. Halt einen Helden mit 1. Den heilen, ja. Und das können wir auch noch machen. Schwert, Helde, Held. Also, ja, kein Held auf dem Feld, okay. Und Ben. Oh, was? Oh, was? Echt? Bisschen mehr Schaden mal. Ah, die können wir laufen jetzt, oder? Nope. Das ist nicht so, okay. Mal schauen, was jetzt hier spielt.
der Burger King spielt da. Ja, und tschüss. Krass, ey. Schauen, wie der hat. Was nochmal? Füge einem Held einen Schaden zu. Nee, will ich nicht. Das? Nee. Yes, yes, right away. Hold on. What? Okay, es ist schon vorbei. Boah, der Typ haut da rein, ey. Sehr schön. Ausgezeichnet, du hast Sir Baldics Schwerkämpfer besiegt und deine erste Einzelmission abgeschlossen. Okay, ich würde sagen, ich spiele noch eine Mission, spielen noch in diesem letzten Test hier. Und es war ein cooles Spiel, also wirklich klasse. Showdown beim eisigen Musikanten. Die Koboldkönigin und ihr grimmige Bogenschützenhorde denkt daran. Fernkampfhelden können keinen benachbarten Helden angreifen. Ja. So. Na gut. Das haben wir hier abwerfen, plus eine Rüstung. So. Das gebe ich ihm auch noch. Ein bisschen mehr Power. Also kommt echt dran. Okay, und erstmal können wir bereits. Nein. Wie? Ich kann schlagen. Na toll, hab ich ganz vergessen. Wenn du das siehst, Schwabe, grüße ich dich. Das wäre so ein Fall bei Hearthstone, wenn ich vergesse noch zu ziehen, wo ich könnte. Okay, besser Bogen. Alles klar. Tut mir leid. Was haben wir hier noch? Ein Wunder für den Held. Und tschüss. Das war's schon wieder. Und tschüss. Hey, das Spiel gefällt mir. Sehr cool. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir noch ein Spiel haben, wir eh die Anfangsquest beendet. Richtig sehe ich, denke, wir machen das gleich mal. Wir spielen noch eine Runde. Es ging so schnell jetzt, wir haben langsam den Griff raus, wie es funktioniert, das Spiel. Der König hat geduldig gewartet, zeige ihm, was du gelernt hast. Okay. Ein Wolf. Das ist ein Mäuchler. Und plus 1. Und tschüss. So, wunderbar. Okay, jetzt müsste ich eigentlich heilen können. Ja, genau. Okay. Schauen wir, was jetzt kommt. Ein Bogenschütze. Solange er nicht pusht, kann er uns nicht töten. Aber wir in Instant. So. Heilen wir den mal.
können halt dem. Kann ich den von hinten her? Ja, kann ich. Okay. So. Runde von König Bastion. Okay, hat den König selber gerufen. Boah, das ist aber heftig. Jetzt warte mal kurz bei mir. Bin wieder her. Okay, ich kann Rache nicht benutzen. Das ist wahrscheinlich ein Angriff, ne? Ich glaube, wir machen es anders. Wir machen das so. Ah, es gibt nur Schwerkämpfer. Okay. Ja gut, eigentlich. Oh, ich depp ich jetzt an so. Oh. Kann man auch töten. Okay, aber das ist da. Ich war das total. Das kommt mir wieder hart so vor. Ich bin total fixiert auf die Mobs zu töten und dabei habe ich das Tier gekillt. Da ist so fixiert, den zu besiegen, dass ich eigentlich gecheckt habe, dass ich den Kristall zerstört habe. Aber man kann auch die eigenen Sachen wegwerfen oder zerstören. Sehr gut. Ja. Wir haben eine Kampagne gemacht. Gibt es auch etliche Herausforderungen. Also das Spiel scheint ziemlich komplex zu sein. Jetzt haben wir unseren Booster wieder erspielt. Durch die Quest, die wir zerlegt haben. Und neue Quest gibt es in 4 Stunden. Alles gut. Aber ich finde es echt cool, muss ich sagen. Neuen Helden. Können wir da unser Deck jetzt und wie war das hier? Karten. Kann das Deck eben bearbeiten. Herstellen. Ein Filter. Ich möchte mein Deck selber bearbeiten. Also hier sieht man den, was man so machen kann. Das Anfängerpaket könnten wir uns kaufen mit den Diamanten, die wir schon haben, Edelsteine und so weiter. Ich bin überlegen. Okay, ich sehe gar nicht, ich habe gar keine Ahnung, wie ich zu meinem Deck komme. Na toll, Avatar, Prost. Wahrscheinlich schon hier, oder? Alle Karten herstellen. Da kann man Karten auch herstellen, wie bei Hearthstone. 6 Karten zaubern. So, von die wir zu viel hatten. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Warte mal, das sind verschiedene Sets und wir haben gewisse Karten von den Sets schon. Okay. Ach du Scheiße. Gibt auch einige noch wieder. Deckhersteller. Ah, jetzt hier, genau, hier war das Deckhersteller. Sehr gut. Jetzt können wir nicht zum Beispiel den wieder rausnehmen hier und dann zum Beispiel hier rein. So können wir halt legendäre Sachen hinzufügen. Okay, das war's dann für heute für Hero Academy 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich denke, der Schwabe wird hier ein Kommentar dazu geben, wenn er es bis jetzt angesehen hat. Sehen wir uns beim nächsten Let's Test. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.